Nochmal Berserker. Man kann sich oft genug machen. Dauert jetzt natürlich so natürlich deutlich länger, aber das ist mir egal. Da müsst ihr jetzt durch. Hopp, hopp. Fapp, fapp. Wunderbärchen. 1500 Gil. Geist, Intelligenz. So muss das sein. Und noch eine Schriftrolle geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Dann gibt es hier einmal Item Nummer 1. Das Blutschwert, okay. Das kommt ein Monster. Eigentlich sollte das jetzt hier ein Power Staff sein, aber ist okay. Nehme ich auch. Ach ja. Nix Wildes, nix Wildes. Ach, weißt du was. Ah, wobei, das ist ein Spectre da hinten, ne? Die sind vielleicht nicht so, doch nicht so cool, weil die können zaubern. Einfach so. Ja, Eis ist in Ordnung. Ich will nur keine scheiß Zustandsveränderungen haben. Kein Schlaf, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf, okay? Also so gar nicht, ne? Der zweite müsste eigentlich noch irgendwas machen, oder? Sehr schön. Und wenn der Gast jetzt noch so geil ist und direkt einen von den hinteren angreift, das wäre natürlich, wäre ich sehr einverstanden mit. Jawohl. Geiler Typ. Ich mag den. Der ist gut. Der ist eigentlich wirklich meine treibende Kraft. Ich hätte den Geist natürlich auch ein bisschen MP klauen können, aber ich weiß nicht, ob es das gelohnt hätte. Wupp, wupp. Fapp, fapp. Ast rein. 1800 Gil, Gas HP, Leylas HP. Schön, schön. So, jetzt will ich aber erstmal gucken, was das Bloodsword überhaupt kann. Equipment. Wingblade. Dip, 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 dip. Wo ist es? Sword that steals Foes Vitality. Ah, ich heile mich damit also quasi selbst, aber 55? Alter, das ist schon mega schwach. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Ja, vielleicht in der linken Hand, aber. Nee. Auf gar keinen Fall. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Das ist es mir nicht wert. Da ziehe ich ja gar nichts mehr ab. Und ich komm dann ja eh kaum noch durch bei den Gegnern. Vom Schaden her. Das kann ich mir wirklich dann sparen, ey. Nimm mal Eis. Nimm mal Berserker. Zum Level. Nein, nicht schlafen. Schlafen ist doof. Also eigentlich ist Schlafen cool, aber. Ja, okay, wenn sie das hat, ist das in Ordnung. Ich glaube, ich werde sogar die 2 Stunden heute überbieten von der Aufnahme her. Eigentlich schon vor einer knappen Stunde gedacht, so, ja, okay, jetzt könnte es eigentlich gleich mal aufhören, aber ich bin hier gerade so im Flow drin. Es macht gerade hier total Bock zu leveln. Und heute sieht das Vorschaubild auch irgendwie total geil aus. Vom Aufnahmeprogramm. Ich habe nichts anderes gemacht. Achso, ich bin schon wieder dran. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen gepennt. Komm, bevor der wieder auf andere spaßeligen Ideen kommt, direkt erstmal töten. Verdichtet sie! Ja, okay. Das wird noch nicht reichen. Aber mühsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Und der Kollege muss ja wohl langsam immer stärker werden. Ich will es mal mit Berserker versuchen. Komm. Okay. Das wird wohl nicht mit Berserker. Ach, guck mal, die ziehen mir ja sogar noch Energie ab, die Penner. Da sieht man eigentlich mal, wie stark die sind, ne? Wie stark die dann auch damals gewesen sein müssen. Guck mal, aber die Erfolgsrate vom Berserker ist schon auf jeden Fall ziemlich hoch mittlerweile, ne? 3 von 4. Okay, war jetzt ein Zufall wahrscheinlich. Entweder triffst du nur den oder keinen. Ah, guck mal. Hol die Level 3. Sehr geil. Das heißt, da gehen meine MPs auch schneller runter. Und das wiederum sorgt dafür, wahrscheinlich vielleicht, dass ich schneller wieder an neue oder an zusätzliche MPs kommen werde. Ich muss mal kurz überlegen. Okay, ich muss hier gehen. Ah, cool. Ah, geil, ein Chief-Tamer, der gibt ja geile Waffen her. Die nicht zu unterschätzen sind.
Im Endeffekt, ich habe euch, glaube ich, noch nie gesagt, wie ich eigentlich immer so die zaubere Level oder wenn ich halt mehr MPs haben will. Ich greife mich wirklich eigentlich die ganze Zeit immer selbst an und heile mich dann immer selbst. Weil dann habe ich schon mal zwei Kollegen, die auf jeden Fall mehr MPs bekommen. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren, weil früher habe ich mich auch immer selbst physisch angegriffen. Wenn ich jetzt aber den Gast mit, also beziehungsweise mit dem Gast jemanden angreife, naja, ihr seht, ne, also ich glaube, das wird keiner überleben. Oder ich muss ihm erstmal die Waffen aus der Hand nehmen. Dann vielleicht, dann vielleicht. Na, das könnte sogar für den reichen, weil so viel Energie hat er, glaube ich, auch nicht gehabt. Genau. Und er geht down. So, 1700 Gil und Geist. Ach, leider keine Items. Da könnte sogar wieder... Okay, ich wollte gerade sagen, da können eigentlich wieder Gegner drin sein. Nicht davor, sondern eigentlich drin. Holy... Berserk. Ein Layla... Genau, die Layla bräuchte eigentlich nochmal einen zweiten guten Dolch, weil ich glaube, den zweiten Dolch, den sie hat, ist auch wirklich ein normaler Dolch. Das bringt schon mal gar nichts. Ja, jetzt überlege ich gerade, ich könnte ihr eigentlich... Nee, ich gebe ihr das Blutschwert nicht, weil... Das wird mir sonst verloren gehen. Ja, stimmt ja. Ist ja Holy 3 jetzt. Das ist eine neue Animation, ne? Dann werde ich auch jetzt gleich auch mal auf einen alleine der Holy 3 zaubern. Nur mal auf dich. So. Berserk. Es muss leveln. Es muss leveln. Hup, hup. Fap, fap. Komm, glaube nicht die Animation. Ich will wenigstens einmal... Okay. Ich werde die auf jeden Fall noch sehen, die Animation von Holy 3. Und wie sieht es aus, wenn es auf einen einzelnen geht? Ja, ich genauso, nur ein kleiner. Aber ich ziehe schon fast 100 ab. Ist ja schon mal was, ne? So, okay, der hat auch schon fast 100. Der hat fast so viel MP wie sie. Hammerhart, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich. So, ich werde mich jetzt aber wahrscheinlich erstmal kurz heilen. Kann dumm wie Brot werden, die Leder. Interessiert mich nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass da jetzt Gegner drin sind in der Kiste. Oh, Level 5. Okay, Level 2. Ach, wisst ihr was? Wir haben doch hier noch ein paar. Genau, Potions. Bitteschön. Guten Appetit. Erstmal haben wir dann auch ein bisschen mehr Freiraum im Inventar. Ist auch nicht schlecht. So. Wie viele Heilpotions haben wir denn? Ah, nur zwei. Nee, da lassen wir das. Wird schon schief gehen. Was ich machen werde, ist ein Memo-File, weil das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ah, guck mal, eine Flammenrüstung. Eine flammenneue Rüstung. Mal gucken, wie die ist. Oh, ist sogar noch besser als... Wie sieht mit der Diamantrüstung aus? Nicht besser als die Diamantrüstung, aber in Ordnung auf jeden Fall. Zack. Was hat sie? Sie hat schon die Knight's Armor. Gut, okay. 52.000, 53.000 Gil, ey. Das ist krank. So. Dann sind wir gleich schon im vorletzten Stockwerk. Ein Backstabber. Hier hieß das Betrayal Fang. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, okay. Ein Zahn mit, oder ein Reißzahn mit Verwirrungseffekt. Das heißt, da kann ich den Gegner verwirren. Doll, doll. Also im nächsten Stockwerk scheint es auch nur ein... Okay, geil. Ein Item zu geben, was für uns interessant sein könnte. Also nicht nur, was es... Es gibt eigentlich nur ein Item. Das hat nichts mit Interesse zu tun, um ehrlich zu sein. So. Holy 3! Ich finde, das sieht geil aus. Ich glaube, ich müsste heute mal zum Ende der Aufnahme nochmal ein zweites Mal synchronisieren. Weil in der Regel, wenn die Aufnahmen recht lang sind, habe ich im Laufe der Aufnahme eine doch immer weiter merkliche Verschiebung zwischen Stimmtonspur und Gameplay. Und das ist vielleicht ein bisschen blöd. Profi Schisse. Wie wenig das abzieht, ey. Ich hab den Zauber so schlimm in Erinnerung, als wie ich da mal so gegen drei von den Ogre-Magiern gekämpft habe. Hammer.
Ich finde das schön. Ich finde das echt schön. Das macht Spaß zu sehen, wie sich die Leute entwickelt haben. Komm. Ach, fertig. Oh, hier hat aber nicht mehr viel. Oh, okay. Das ist das HP und MP, ne? Ach, scheiß drauf, komm. Mucho Lücke. Wahrscheinlich ist er dann zwar gleich tot, aber dann ist es halt so. Eieiei. Austeilen kannst du ja doch noch, ne? 1000. So muss das sein. So sehe ich das gerne. Ja, reicht für ihn wahrscheinlich nie aus. Nee. Gucken, ob es klappt. Oh, hat nicht funktioniert. Gott sei Dank. Ja, hat er gleich nichts mehr, ne? Ist halt so. Holy. Ah, du kannst noch ein bisschen, ne? Ja, machen wir weiter, Berserker. Müsste ja auch so langsam auf Level 3 kommen, glaube ich, ne? Aber ich glaube, ich habe Holy sowas von viel, viel häufiger verwendet als den Berserker-Zauber. Bombs. Ja, kriegt ja gleich einen Äther zu fressen, dann ist alles gut. Alles gut. So, jedenfalls ist der schon mal down. Was machen wir jetzt nochmal? Einfach mal Shield. Einfach nur, weil wir es vielleicht können. Du machst das wie immer. Ja, und dann wird die letzte Runde sein. Oh, einmal strecken. Mal gucken, ob es irgendjemand erreicht. Nein. War abzuwarten. War zu erwarten. War abzuwarten. Was rede ich denn da für einen Schwachfug? Ah, gibt Geld. Geist erhöht. Oh. Axt-Skill erhöht? Wie kann das denn sein? Warum? Oh, Krankenwagen. Aber trotzdem, warum? Was hat der denn dann jetzt? 9? Alter, Level 9. Krass. Ah, die ist auch schon Level 8. Die ist mit dem Messer weiter als er mit seinem Schwert. Das ist ein wenig traurig. Ja, ja. Alter. Njam, 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 njam. Lecker MPs, ne? Schmeckt gut. So. Nichtsdestotrotz, du musst leider ab und zu mal... Aber es gibt schon ganz gut her mittlerweile, ne? So. Einmal runter, vorletztes Stockwerk. Und zwar haben wir hier... Oder ich... Es könnte sein, dass wir hier für den Vierer eine ganz geile Waffe bekommen. Auch wenn hier alles zugeballert ist mit ekelhaftem Zeug. Brackwasser. Warum muss uns hier für Gegner erwarten? Ach, okay. Das ist in Ordnung. Damit komme ich mental zurecht. Ich will diese zustandsverändernden Zauber. Wie heißt das denn? Sind das Perks? Oder Buffs? Buffs sind das, glaube ich. Ich glaube, so heißt es in Fachkreisen. Möchte ich schön leveln, wenn ich dann mal gegen schwere Bosse kämpfe, ne? Dass ich dann die erste Runde dafür verwenden kann. Zum einen, ne, mit dem Firion mich selbst eigentlich quasi ja untreffbar zu machen mit dem Blink. Auch wenn ich das jetzt die ganze Zeit nicht zaubere, sondern ich mich jetzt auf Holy erstmal fokussiere. Weil ich mit ihm halt auch einen Kampfzauber haben möchte. Und zum Zweiten, meinen Angriff so weit erhöhen kann, mit Hilfe von Berserker und von Hast, dass ich dann halt wirklich gut agieren kann. Mich dann im Anschluss daran wirklich nur noch auf den Teilen konzentrieren kann. Oder halt, im zweiten Fall, ne, wenn ich mit dem Gas und der Kollege nicht viel ausrichten kann, sondern eher halt, ich sag mal, mit zauberbasierten Kämpfen oder mit Sachen kämpfen muss, ja, dass ich dann halt mit dem Gas ein bisschen heilen kann, ne, und dann mit dem, Kollegen Firion alles so weit auflevelt, dass mir dann auch nicht mehr viel passieren kann. Mit Shell oder so, ne? Also halt mit Magieverteidigung. Oder halt physischer Verteidigung. Ich weiß ja nicht, was kommt, ne? Deswegen weiß ich nicht, worauf ich mich vorbereiten muss. Deswegen versuche ich alles so ein bisschen zu machen. Wobei ich mehr Wert auf die physischen Attacken lege, tatsächlich. Fupp, fupp. Fapp, fapp. So, vielleicht haben wir sie mal alle rot.
Und? Nein, natürlich nicht. Doch, haben wir, haben wir. Geil. Sieht schön aus. So, und in 18 Sekunden sind die 2 Stunden voll. Oh mein Gott. Immer noch keinen aufgelevelten Zauber. So ein Käse. So, da an die Schatztruhe will ich ran. Und ein Uri-Uri-Chaldegger. Das ist ein Dolch. Ich dachte, das wäre ein Schwert gewesen. Weil hier hieß es Uri-Halkum. Und es gab einige Schwerter, die so hießen. Was ist das? Rios, okay. Eine Weiterentwicklung der Chimären. Das kann gefährlich werden. Oh, ich ziehe nicht wenig ab, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Die haben auch eine gute Panzerung, die Penner. Okay. Die werden wahrscheinlich auch gute Zauber haben. Vielleicht, komm, bitte, Gas, sei berserkisiert. Bist du natürlich nicht. Okay, aber du hast einen Volltreffer gelandet und nochmal 1000 extra abgezogen. Also, das sollte reichen. Ja, okay. Ja, das hält sich eigentlich sogar in Grenzen. Die sind eigentlich doch in Ordnung, die Gegner. Wobei, ich weiß nicht, was die sonst noch können, ne? Aber schön, dann haben wir wenigstens mal was für die Kollegin, für uns HP. Und Marias Berserker-Level, sehr schön. Und Elias HP, Stärke und Ausdauer. Alles drei in einem Ei. So. Müssen wir mal zu dir hin, genau. 73, Alter, nicht schlecht. Boah. Jetzt kann sie auch was. Den ist heilig doch, ja, ja. Da gibt es jetzt auch wieder übrigens, glaube ich, ganz viele Türen, haben wir gerade gesehen, wo wir vielleicht rein können. Wo ich überall nicht reingehen werde. Weil ich glaube, die sind hier nicht mal eingezeichnet, die Sachen. Schön, ne? Aber gleich sind wir da. Ja, wie gehabt, ne? Holy Diver. Berserker. Oh, nee, komm, wir machen das jetzt mal mit Hast. Weil jetzt ist Berserker schon mal immerhin auf Level 3. Hast können wir auf Level 3 bringen. Dann gehen die MP auch nicht so schnell runter. Zumindest nur bei Kämpfen. Wo uns das auch erlauben können, natürlich, ne? Und das hier gehört definitiv zu den Kämpfen, wo ich mir das erlauben kann. Sonst lege ich da meinen Fokus eher auf Kampfzauber, natürlich. Schlupp, schlupp. Aber 9 Treffer habe ich gerade gemacht, Alter. Das ist schon nicht wenig, ne? Ah, 10 ist in Ordnung. Aber die Gegner sind auch so einfach, ne? Sie sind so nichtssagend, gerade diese Splinter. Ich würde nicht halt, aber das schlimmste Stockwerk war das mit den Käfern. Weil die haben ja eigentlich am meisten Energie abgezogen. Klar, es gab auch andere Sachen, da habe ich viele MPs verloren. Nur gucken, wer jetzt der richtige Eingang davon ist. Das dürfte der hier sein. Genau. Dab, da, la. Wir haben die weiße Maske von der Schatzkarte gefunden. Von der Schatzkarte. Von der Schatzkiste meine ich natürlich. Und dann beamen wir uns hier noch einmal raus. Und strecken uns. Sehen wir uns auf der World Map? Ja, sauber, okay. Weil, dann höre ich hier jetzt nämlich auch auf. Wir können ja gleich, was heißt gleich? Beim nächsten Mal in der Stadt erstmal einmal schön pennen gehen. Ist ja kein Problem. Und speichern dann hier ab. Ja, haben auch einiges geschafft, ne? Wobei, eigentlich hält sich das in Grenzen, was wir geschafft haben. Nur kurz überlegen. Ja, wir haben eigentlich nur die Stadt Finn befreit. Und haben dann jetzt hier noch den Untergeschoss gemacht und die erste der beiden Masken geholt, um dann nach Mysidia zu gelangen. Und ja, ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall erstmal in der Stadt gehen, einmal pennen gehen, gucken, ob da irgendjemand was zu sagen hat. Ich werde mit Pavel sprechen, ihm Bescheid sagen, dass wir die erste Maske schon haben. Und er wird mir dann höchstwahrscheinlich Tipps geben oder sagen, wie ich dann weiter vorgehen soll. Oder ob ich dann damit vielleicht schon nach Mysidia reisen soll. Ich weiß nicht, wir müssen gucken. Aber, ey, wir kommen momentan eigentlich echt gut voran. Es gab jetzt kaum Stellen, wo ich jetzt irgendwie denken musste, okay, nee, muss leveln oder sonst irgendwas. Man macht auch gerade momentan richtig Bock, weil wir halt auch zwar echt Kämpfe haben, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, die auch anspruchsvoll sind, aber es nicht so bumsig ist, wie es zwischenzeitlich mal war. Auch dadurch, dass wir jetzt einfach viel Geld haben, wir können Äther kaufen und ach, es macht momentan einfach Spaß. Und ich schätze mal, ich werde auch im Laufe der nächsten Woche nochmal aufnehmen, weil die wird Spätschicht, dann kann ich abends mal meine Feierabend ein bisschen
flexibler gestalten. Also nicht, dass sie mich dazu zwingt, was anderes zu machen, aber ne, ich möchte halt auch Zeit mit ihr verbringen. Aber tut jetzt hier nicht zur Sache. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Werde jetzt im Anschluss gleich nochmal kurz synchronisieren und ja, ich schätze mal, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, mitzugucken, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei sein werdet und euch auch den Rest des Projektes antun werdet. Weil mittlerweile sind wir bei Part, weiß nicht, Part 50 irgendwas. Naja, ist ja egal. Gut, also euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.